Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer komplett neuen Serie, zu einem komplett neuen Projekt. Und zwar zu einer Serie, die sich Train to Glory nennt. Ich habe mich da inspirieren lassen von Dennis von FIFA Tour. Sein Kanal findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal vorbeischauen. Ein Muss auf jeden Fall auch für jeden Karrieremodus-Fan. Ja, Leute, checkt auf jeden Fall mal den Kanal ab. Was ihr genauso abchecken könnt, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Das ist der Link zum Download der App OneFootball. Dieses Video auch unterstützt von OneFootball und ihr habt natürlich mit der App die Möglichkeit, die ihr erstens mal kostenlos runterladen könnt über den Link. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich jegliche News komplett in der ganzen Fußballwelt dort zu erfahren und das natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ganz, ganz wichtige, auch entscheidende Spiele anstehen, genauso dann natürlich auch die folgende WM. Also wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt und immer auf dem neuesten Stand sein wollt, ladet auf jeden Fall die App OneFootball runter und ihr seid immer die es als erstes wissen. Kommen wir aber jetzt mal ganz kurz zum Inhalt der Folge. Und zwar habe ich angefangen bei Malmö in Schweden aus dem ganz einfachen Grund, weil ich eigentlich anfangs schon einigermaßen gutes Team haben wollte, was zugleich auch realistisch ist, wo man sagen könnte, hey, ein deutscher Traineraspirant mit gut Talent, ja, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, so ein Team zu trainieren. Ähnlich wie Zorninger zum Beispiel bei Brøndby. Ist jetzt natürlich nicht in Schweden, aber einfach mal so vom Ding her. Unser Ziel ist dann, mit dem Team eine richtig gute erste Hinserie zu spielen und dann auch schon probieren, zur Rückrunde zu einem ambitionierten Premier League, Liga Santander oder Bundesliga Club zu wechseln oder so ähnlich. Also grob gesagt, durch gute Trainerleistungen uns von Verein zu arbeiten und halt irgendwann dann bei einem Club zu landen, mit dem wir die Ambition haben, die Champions League zu gewinnen und das dann halt auch schaffen, als Ziel der Train to Glory. Ich denke, das ist ganz einfach, ja, vielleicht ein bisschen schwer erklärt von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Das Video ist, wie gesagt, vorproduziert, Leute. Deshalb wird es etwas schwierig, euch bei den Jobangeboten mit einzubeziehen. Ich schaue einfach mal, wie das ganze Ding dann läuft. Vielleicht gibt es auch Clubs, wo ich sage, hey, da kann ich mir die ersten zwei gar nicht vorstellen und es bleibt dann nur noch einer. Wir gucken einfach mal und deshalb starten wir, denke ich, dann auch mal direkt rein. Die Facecam verschwindet. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. OneFootball abchecken, gerne auch kommentieren. Jungs, habt ihr das gerade gesehen? Da war ein Viech. Das ist das Problem, wenn ich das Fenster auf habe und es ist nachts. Es ist jetzt gleich 12. Naja, wir starten einfach mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Malmö. Ich bin echt mal mega gespannt, Leute. Noch nie habe ich mit dem Team eine STG gestartet. Molde, Rosenborg und Preston North End sind die Gegner im Vorbereitungsturnier, wo es natürlich auch um gut Geld geht. Wir haben ja die Startelf, die aktuell in Bestbesetzung so aussieht. Natürlich hier mit Rosenberg. Kennen wir noch aus seiner Zeit in der Bundesliga bei Werder Bremen. Zwei Spieler, die nicht die 70 haben, die sollten wir vielleicht geupgradet bekommen. Ich bin echt mal mega gespannt, Leute, wir haben 13 Millionen Transferbudget. Ach du Scheiße, das ist ja richtig gut. Da lässt sich, denke ich, einiges machen. Die Scouts habe ich bereits nach draußen geschickt und hoffe, dass da dann auch ein paar anständige Angebote reinkommen. Wir werden natürlich immer über die wichtigsten Dinge erfahren. Und was auch ganz wichtig ist in der Train to Glory, dass wir natürlich die ganzen Ziele am besten erreichen, um dem Vorstand natürlich zeigen können, hey, wir sind richtig gut. Deutschland, Holland, wir haben die Türkei, wir haben Brasilien und wir haben Argentinien mit dem Auftrag, Spieler zu finden, bei denen der Vertrag ausläuft und die maximal 25 Jahre alt sind. Und die Ziele vom Vorstand gehen wir auch nochmal ganz kurz durch. Nachwuchsentwicklung müssen wir schauen, ob wir da was hinbekommen. Verbessere einen Jugendspieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Sollte, denke ich, machbar sein. Sorge in der Liga für mindestens 70% ausverkaufte Liga-Heimspiele. Okay, können wir natürlich dann auch so durchziehen. Natürlich nur, wenn wir eine gute Leistung bringen in der Liga. Beende die Saison mit einem Restbudget. Nö, mache ich nicht. Höchste Priorität? What? Nee, also das mache ich nämlich auf gar keinen Fall, Jungs, weil die 7 Millionen lasse ich nicht einfach so auf dem Konto liegen. Und dann haben wir hier das Sveriges Cup, wo wollen wir den Pokalsieg und wir sollen Ligameister werden. Sind wir natürlich auch Favorit da drauf und hier haben wir noch gar nichts. Also, ja, also ziemlich schwierig, aber auch einerseits, ja, machbar auf jeden Fall mit Malmö. Gegen Rosenborg direkt mal Kräfte messen zu Beginn, aber natürlich im Vorbereitungsturnier. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das gegnerische Team individuell stärker ist. Wir haben kein schlechtes Team, aber was die Qualität angeht, jetzt ein Team vergleichbar mit der Bundesliga, auf gar keinen Fall. Vielleicht zweite Bundesliga. In der ersten würden wir, glaube ich, gnadenlos absteigen. In der zweiten Liga wären wir dafür Favorit auf den Aufstieg. Ja, wir müssen einfach auch mal gucken, was wir jetzt dann noch an Verbesserungen im Kader hier hinbekommen. Rieks hat eröffnet, Botai mit dem 1-1. Bisher keine Wechsel, normalerweise dann auch kein Tor mehr. Genauso ist es, ein Punkt. Naja, gegen Preston North End haben wir hier das zweite Spiel. Die haben das erste gewonnen. Für uns wird es kein leichtes Ding, aber ich denke dennoch, dass man hier auf jeden Fall mit einem Punkt rechnet darf. Rieks wieder mal eröffnet, wir skippen das Ding, es wird erneut ein 1-1. Somit sind die Chancen noch offen, auf jeden Fall weiterzukommen, aber dafür ist ein Sieg im letzten Spiel Pflicht. Außer Rosenborg verliert gegen Preston North End und wir spielen dann unentschieden. Dann wird auch nur ein Unentschieden reichen. Ich will mich aber ungern auf die anderen Teams
verlassen. Deshalb am besten einfach selber gewinnen. Dann sind wir auf der sicheren Seite, können uns dann somit auch fürs Halbfinale direkt qualifizieren, nehmen ein bisschen mehr Preisgeld mit und haben einfach so dann auch eine recht gute Vorbereitung. Bisher haben wir noch kein Spiel verloren, aber halt auch noch kein Spiel gewonnen. Bashiru macht aber das 1-0 jetzt für uns in der 19. Spielminute. Wir müssen dann halt einfach auch immer schauen, dass wir die Bindung zu so einem Verein bekommen und dann halt halten einfach, weil wir wollen natürlich auch bei dem Verein so richtige, wie soll ich sagen, Verbindung. Wir wollen eine richtige Bindung zu dem Club, ja, und wir wollen ein richtig geiler Trainer werden, wo dann vielleicht der Club, wenn das natürlich auch alles hier in dem Spiel stattfindet, sagen kann, hey, das war eine richtig geile Zeit. Also ihr wisst auf jeden Fall, wie das ganze Ding gemeint ist. Ich will das so realistisch wie möglich aufziehen. Wir sind im Halbfinale sogar als erstplatziertes Team und Cremona, keine Ahnung, wo die herkommen, ehrlich gesagt, ist jetzt im Halbfinale der Gegner. Das Halbfinale verlieren wir leider 2-1. Ich habe vergessen zu kommentieren, SK Bran und Rosenborg war das andere Halbfinale, da stand es 1-1, da ging es ins Elfmeterschießen. Für uns ist es jetzt aber nicht mehr wichtig. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich ein paar Spieler auf jeden Fall beobachtet bekomme und habe direkt mal eine schlechte Nachricht, weil hier Stammspieler Carlos Strandberg, der Stürmerpartner von Rosenberg, leider für 4 Monate aufgrund einer Steißbeinfraktur ausfällt. Wir mit den nächsten Verletzten, aber der ist mittlerweile wieder fit. Das waren nur 7 Tage. Aber direkt vom Verletzungspech geplagt. Das erste Pflichtspiel in dieser Saison ist gegen Södra. Das ist direkt die erste Runde vom Sveri Guest Cup. Verzeiht mir auf jeden Fall jegliche Fehler, was die Aussprache angeht. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, auf was man da achtet. Ich weiß nur, dass wir mit 1-0 in Führung gehen. Und das wieder mal durch Rieks, der irgendwie gefühlt in allen Spielen, wo wir bisher getroffen haben, das erste Tor gemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen, was extrem wichtig wird fürs Manager-Level. Zugleich dann halt auch in Verbindung mit dem Manager-Level, wenn es steigt, dann auch die Interesse der anderen Vereine. Draustason noch mit dem 0-2. Wir sind also auf jeden Fall mal eine Runde weiter. Ist ganz, ganz wichtig. Jungs, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Junge, es ist schon wirklich jetzt ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich gestehen. Aber guckt euch mal das Ding da oben an. Was genau wollte ich damit schreiben als Managername? Bester Couch Kappa. Wahrscheinlich Couch, oder? Jungs, ich wollte natürlich Coach schreiben. Ja, ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber naja. Junge, was zur Hölle denke ich mir dabei? Sie sind geistig behindert. Aber ist jetzt nicht so wichtig, Jungs. Wir starten hier in die Allsvenskan. Das ist die Liga. Wir treffen auf Sirius. Ich hoffe, dass wir auswärts jetzt ebenfalls erfolgreich sind, wie auch natürlich in der ersten Runde vom Pokal. Aber hier ist, denke ich, immer alles möglich, weil wir halt individuell jetzt nicht so viel besser sind, dass man hier immer damit rechnen muss, dass man gewinnt. Vecchia mit dem 1-0 für das Heimteam. Rosenberg direkt aber eine Minute später als Kapitän. Nimmt er das Ding vom Anstoß und kloppt das dann wahrscheinlich rein zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Noch sind 10 Minuten zu spielen. Passiert noch was? Wenn nein, ist auch nicht so wild. Es bleibt beim 1-1. Immerhin haben wir einen Punkt. Okay, schauen wir uns also nochmal unsere Mannschaft an. Es wäre ganz gut, wenn man vielleicht einen neuen Rechtsverteidiger, vielleicht noch einen fürs Mittelfeld und fürs Zentrale, also für die Außenbahn und vielleicht hier fürs Zentrum. Also hier würde ich gerne auf jeden Fall einen neuen noch stehen haben, wobei Rieks halt auch schon ein bisschen älter ist. Für den Flügel, fürs Zentrum gerne auch ein ZOM, dass man da umstellen kann und Lewicki dann als Sechser spielen lassen darf. Ja, vielleicht noch einen Rechtsverteidiger oder einfach noch ein Innenverteidiger. Ich schaue einfach mal, was sich machen lässt. Wir haben nämlich insgesamt jetzt 16 Millionen. Ja, ich sag mal 13 Millionen, weil wir müssen halt fürs Gehaltsbudget wirklich auch noch viel rüber transferieren. Ja, jetzt wollte ich eigentlich nicht simulieren, sondern in die Transferzentrale. Vor dem Elfsborg-Spiel verkünde ich aber noch ein paar Transfers. Ich habe jetzt erstmal die gestrichen, die auf jeden Fall zu teuer werden. Deshalb hier Koray Günther, einer, der in Frage kommt und einen, den ich auch gerne verpflichten will. Auslaufender Vertrag, würden wir uns vom Rating sogar um einen Punkt verbessern. Und sind da ziemlich billig, denke ich, was die Ablösesumme angeht. Ich probiere hier mal so 1,8. Vielleicht sagen sie dann auch direkt, sag mal, hast du sie noch alle? Ja, guckt euch das ganze Ding an. Ja, sie wollen gar nicht so viel. Machen wir einfach mal 2 Millionen. Was sagt ihr hier? Galatasaray, sehr kooperativ. 2 Millionen, Vertreter von Gala hat da nichts dagegen. Und jetzt machen wir den Deal perfekt. Ich denke, das ist richtig gut. Ziemlich teurer Transfer. 38.500 Gehalt und knapp 500.000 Einstiegsbonus. Teuer in dem Sinn, dass er halt ziemlich viel Gehalt möchte. Aber Leute, müssen wir jetzt einfach mit leben. Ich würde auch noch gerne einen neuen Stürmer verpflichten. Und Walter Silveiro von Santos wäre da auf jeden Fall Top-Kandidat. Und eigentlich auch der Einzige, der in Frage kommt. 2,3 Millionen abgemachte Ablösesumme. Klingt ziemlich gut. Ja, das ist über 1,1 Millionen unter dem eigentlichen Marktwert.
Naja, also wirklich gut. Die Transferpolitik von Santos würde ich jetzt nicht behaupten. Der will 14.000 Gehalt, wird bei uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch noch, zwei neue Spieler danach zu verpflichten. Wie perfekt, 3-Jahres-Vertrag und somit auch einen neuen Stürmer gefunden, was auch ganz, ganz wichtig war, weil wir ja da leider auch aktuell einen verletzten Spieler haben. Jetzt ist hier halt die Frage, was machen wir? Einen Sechser haben wir eigentlich einen guten, deshalb können wir den hier jetzt eigentlich streichen. Der wird eh zu teuer. Und ich probiere jetzt hier noch die beiden zu verpflichten. Das wäre richtig krass. Wir gehen ja jetzt mal mit Younes Mokhtar, Spieler vom PEC Zwolle, und gucken einfach mal, was wir da jetzt an Ablösesumme rausgehandelt bekommen. Ja, die müssen jetzt erstmal drüber nachdenken. Ist auch ziemlich viel Geld hier. 4,5 Millionen. Eigentlich habe ich gehofft, die sind da ein bisschen netter zu uns. Und jetzt machen wir einfach mal erster Emerson Avintes perfekt, weil der könnte auch auf der 10 dann spielen, weil ich möchte gern mit einem 10er gehen, der dann halt auch offensiv nochmal so einen richtigen Schub gibt. Ich habe 1,8 geboten, 1,85 verlangen die, nehmen wir natürlich an, und somit steht dann normalerweise auch dem Transfer von Mokhtar, selbst wenn Zwolle mehr will, nichts mehr im Weg, aber ich will jetzt auch nicht zu optimistisch sein, weil das wurde mir schon öfter mal zum Verhängnis. Wir machen jetzt erstmal den Deal hier mit dem zentralen offensiven Mittelfeldspieler Avintes perfekt. 3-Jahres-Vertrag bei 17.000 Gehalt, 220.000 Einstiegsbonus, der dritte Neuzugang. Da aber Zwolle ja noch nachdenken muss und jetzt dann das nächste Spiel gegen Elfsborg ansteht, ist Silveiro, Avintes und Koray Günther natürlich direkt mal in der Startelf. Alle drei Spieler verbessern uns um Rating sogar. Ich glaube Günther um 1, Avintes auch um 1 und Silveiro sogar um 2 Ratingpunkte zum Vergleich der Vorspieler, die da in der Startelf waren. Jetzt kommt Elfsborg, ein Team, was man nicht unterschätzen darf, auch eines der besseren Teams in Schweden, und deshalb vielleicht hier auch direkt mal ein Kräfte messen, ein Zeichen setzen, zeigen, dass wir besser sind als Elfsborg und dass wir die Elite sind hier in Schweden. Ich hoffe natürlich, dass wir das auch schaffen. Zur Pause aber noch immer 0-0 und ja, es sieht nicht wirklich nach vielen Toren aus. Und Ishizaki schießt sogar den Elfer daneben, Lundewald dafür dann mit dem 1-0 für die Gäste. Ja, ich hoffe, dass wir noch ein Tor erzielen. Es könnte auch noch eins passieren. Nein, Rosenberg verletzt sich nur und somit verlieren wir leider gegen Elfsborg. Ganz, ganz schlecht. Zwolle sagt 5,5 Millionen. Ist uns natürlich definitiv zu viel und können wir auch so nicht annehmen, weil wir sonst den Deal nicht mehr perfekt machen können, weil dann das Geld nicht mehr für das Gehalt reicht. Okay, Weiterverkaufsgebühr vielleicht. Ja, dann kommen wir hier schon ein bisschen näher. 1,6 Millionen haben wir jetzt noch übrig. Machen wir 4,75. Das Ding ist perfekt. Weiterverkaufsgebühr von 5%, und jetzt hoffe ich, dass das restliche Geld fürs Gehalt reicht. Geld reicht, 20.000 Gehalt, er unterschreibt sogar für 4 Jahre und ist natürlich direkt gesetzter Stammspieler und somit der vierte Neuzugang, zugleich dann wahrscheinlich auch der letzte. Der kommt jetzt erstmal hier mit auf die Bank. In erster Linie eigentlich will ich eigentlich Rieks nicht unbedingt auswechseln, weil der halt eigentlich wirklich gut gespielt hat, aber der kann hier nur im linken Mittelfeld, also muss Rieks heißt da nochmal raus, und Raustason, der ist auch noch ein bisschen jünger, darf also auf der rechten Seite bleiben. Das ist die Aufstellung, die jetzt dann auch mit Ballbesitz-Fußball die Hinserie so gestalten soll, dass wir am besten auf Platz 1 landen. Da wir natürlich keine typische Sprint-to-Glory haben, sondern eher eine Simulate-to-Glory, ist hier auch das Training mit an erster Stelle. Ihr habt gerade die gesetzten Spieler gesehen, wir werden sie auch nochmal durchgehen. Wir haben Svanberg, 18 Jahre jung, Günther und Brorson, beide gesetzten Innenverteidiger. Seven Nankambo, ein Rechtsverteidiger, der glaube ich auch nur ausgeliehen ist. Und Neuzugang Silveiro im Sturm. Die besetzen die Trainingseinheiten und wir müssen jetzt erstmal wieder mit einer Startelf, die hoffentlich in guter Form ist, gegen GIF Sundsvall ran, im Viertelfinale vom Sverigis Cup. Im Pokal haben wir bisher unseren einzigen Pflichtspielsieg geholt. Wir haben bisher in der Liga ein Unentschieden und eine Niederlage. Ich habe mir da definitiv was anders vorgestellt. Genauso anders habe ich es mir vorgestellt, was Koray Günther angeht. Nicht, dass der sich in der 5. Minute direkt verletzt und ausgewechselt werden muss. Nilsson kommt dafür rein. Rosenberg, ja, in der 9. Minute zwar mit dem 1-0, aber noch ist das nicht komfortabel genug, um zu sagen, wir kommen hier auf jeden Fall weiter. Es sieht jetzt nach einem weiteren Tor aus, weil halt noch ein Wechsel angestanden hat. Larsson ist dann auch der Torschütze. 2-0 der Endstand. Immerhin sind wir hier jetzt schon im Halbfinale. Koray Günther fällt nur für 3 Wochen aus. Das ist noch in Ordnung. Das Manager-Level bleibt weiterhin auf der 85. Ist ebenfalls gut. Und wir werden, weil halt auch gerade die Jugendakademie mit als Vorstandsziel vorgegeben wurde, auch jetzt einen Jugendtrainer bzw. einen Jugendscout verpflichten. Hier 450.000 sieht ganz gut aus. Schicken den dann vielleicht sogar in unser Land, dass wir da einen eigenen Jugendspieler bekommen. In der Hoffnung, dass wir hier einen Spieler rausbekommen, um dann halt einfach auch das Ziel Vorstand, ein Spieler, um gesamt 10 Punkte zu verbessern, zu erledigen. Meine Güte. Drittes Ligaspiel auswärts gegen Kalmar FF. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die individuell stärker sind.
bin, kann ich so gut wie bei jedem Team sagen, ich kenne die Teams hier nicht so gut. Man kennt natürlich Göteborg, man kennt auch Elfsborg, genauso auch Östersund, die ja in der Europa League gegen Berlin, glaube ich, mussten. Wir haben eröffnet Avintes per Elfmeter, dann Feysu Lahu mit dem 1-1 für das Heimteam. Und ansonsten jetzt viele Wechsel bedeutet dann eigentlich auch wieder ein Treffer, wenn jetzt noch ein Wechsel kommt. Ja, okay, Rosenberg mit dem 2-1 ist der Auswärtstreffer und ist eventuell der Auswärtssieg. Genau so ist es, Leute. 2-1, die ersten drei Punkte auch in der Liga. Endlich, es geht doch. Pure Garden, jetzt das Team, das jetzt in Malmö gegen uns muss. Und ich hoffe, dass wir den zweiten Sieg in Serie jetzt hier in der Allsvenskan-Liga einfahren. Ja, wir haben die Mittel dazu, wir haben richtig starke Spieler, Rosenberg natürlich auch noch immer einer der Besten, der Leader, der Kapitän bringt uns hier in Führung, wie auch ja schon im vorherigen Spiel hat er uns zu der 2-1-Führung und zugleich zum Siegtreffer gebracht. Und hier macht ein Rapti für das Auswärtsteam das 1-1. Djurgården also aktuell mit einem Punkt. Ja, komm, es passiert noch ein Tor. Jawohl, Avintes für uns. Und somit ist das 2-1 dann auch der Endstand. Wenn auch wieder mal glücklich und ganz, ganz knapp. Aber wieder wichtige drei Punkte. Jetzt wartet AIK in der Liga. Die hatten zuvor auch drei Spiele, die sie nicht verloren haben. Wir mit einer ähnlich guten Serie. Wenn man das Ganze mit dem Pokal jetzt quasi übernimmt. Also dann haben wir jetzt den Pokal gewonnen. Und zuletzt die letzten zwei Spiele in der Liga. AIK aktuell auf Platz 3, also beweist, dass sie auch ein richtig starkes Team und zudem auch zu den Top-Teams in Schweden gehören. Und ich hoffe, dass wir mit 1-0 in Führung gehen. Koray Günther nach seiner Verletzung wieder in der Startelf gewesen. Jetzt hat es dann für 53 Minuten Spielzeit gereicht. Dann muss der ausgewechselt werden. Aktuell noch immer 0-0 und es passiert auch nichts. Mit dem 0-0 gebe ich mich aber auch zufrieden. Ein Punkt bei AIK geht komplett fit. Den Transfer-Deadline-Day vor der Brust, den werde ich jetzt auch runter simulieren, hinter uns lassen und dann gucken wir auch schon so wieder ein bisschen Richtung Wintertransferphase. Natürlich nicht so schnell wie bei einer STG, aber hier wollen wir auch ein bisschen vorankommen. Ich werde nicht jedes Spiel in der Live-Simulation simulieren. Ich werde euch auch nicht jedes Spiel zeigen. Ich werde auch einfach immer so ein bisschen so eine kleine Resonanz geben, wie die letzten paar Spiele verlaufen sind. Ich simuliere das Ding runter. Wir sehen uns gleich übrigens jetzt beim Halbfinale im Pokal. Dort wartet nämlich jetzt im Halbfinale Norrköping. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Schweden auch der Pokal hier eine übertrieben große Rolle spielt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er nicht unbedingt ganz negativ angesehen wird. Lewicki direkt mit einer Rot, aber Avintes dann mit der Führung für uns. Ich will ihn natürlich ins Finale einziehen, macht direkt mal einen guten Eindruck für uns als Trainer und Mokhtar macht dann auch direkt seinen ersten Treffer für uns, macht das 2-1, Krok Gerson bringt aber das Gästeteam nochmal ran und dann Avintes mit einem Doppelpack zum 3-1 und dann nochmal Holmberg und dann hatten sie sogar nochmal die Chance. Im Endeffekt haben wir jetzt ziemlich glücklich 3-2 gewonnen und stehen somit im Finale vom Cup, vom Sverri irgendwas Cup. Ist ganz gut. Und um jetzt auch ein bisschen voranzukommen, simulieren wir jetzt einfach mal hier an den ersten vom nächsten Monat. Nein, wobei, wir simulieren hier ans Finale gegen AIK und könnten hier vielleicht tatsächlich sogar ziemlich früh in der Saison schon am 20. Februar, ich wollte schon 7. sagen, aber 20.09. schon den ersten Pokal festmachen, könnten aber auch ziemlich unglücklich hier dann direkt verlieren und sagen, wir waren zwar im Finale, haben das aber nicht gewonnen. Wir hatten hier noch simuliert gegen Halmstad 3-0 gewonnen und hier gegen Örebro 2-0 gewonnen. Also haben wir wieder 2 Siege und können jetzt also mit einer richtig guten Ausgangsposition hier ins Finale gehen. Wir sind als heimgenanntes Team aufgestellt, ist schon mal von Vorteil gegen AIK. Ich bin gespannt, 20. September. Ziemlich früh, dass ein Finale schon stattfindet, gibt's glaube so in nicht allzu vielen Fußballländern, aber finde ich ganz cool. Und Bahoui verschießt Elfmeter für AIK, Avintes bestraft das 2 Minuten später mit der Führung für uns. Und Avintes ist, muss man schon einfach so sagen, der Mann des Pokals. Hat ja im letzten Spiel auch 2-mal getroffen, hier jetzt auch zu einer ganz, ganz wichtigen Führung. Und dann Silveiro mit dem 2-0. AIK wird, denke ich, noch einen Treffer erzielen zum 2-1. Nee, okay, gibt eine gelbe Karte. 2-0, komfortabel, souverän. Und das durch 2 unserer bisher 4 Neuzugänge, die treffen. Richtig, richtig stark. Der erste Titel ist perfekt. Und nahezu auch perfekt sind die Trainingseinheiten hier unserer Spieler, zumindest von Swanberg, gefällt mir richtig gut. Genauso perfekt eigentlich auch das Manager-Level hier. Und Leute, wir sind zurück auf Platz 3. Ich glaube, Platz 1 darf in die Champions League-Quali, Platz 2 und 3 in die Europa League-Qualifikation. Es ist alles natürlich noch ziemlich eng, aber wir haben uns wieder rangekämpft. Ich werde natürlich jetzt noch ein paar Spiele simulieren. Natürlich auch dann hier per Kalendersimulation einfach mal hier an den 31. Oktober. Und dann schauen wir rückblickend auf die ganzen Ergebnisse und dann natürlich auch auf das erste monatliche Scouting Update plus vielleicht schon erste Jobangebote. 31. Oktober, zurückblickend haben wir glaube ich die zwei Spiele ausgelassen, zu Hause 1-1 gegen Göteborg, dann 1-1 gegen Hammarby, naja, da haben wir 2-mal Punkte liegen lassen, haben wir dann gegen Eskilstuna wieder gut gemacht,
Gegen Halbfinalgegner Nordköpping haben wir 2-1 auswärts gewonnen und hier gegen Hecken dann auch nochmal 4-0. Also wir haben kein Spiel verloren von den 5, die wir per Kalendersimulation durchsimuliert haben. Und wir haben jetzt hier dann auch ein monatliches Scouting-Update in der Hoffnung, dass hier jemand dabei ist, der einigermaßen gut aussieht. Ja, okay, wir haben hier 2 Stück, die mir ganz gut gefallen. Vor allem der hier, den werde ich auch auf jeden Fall mal mitnehmen. Einfach nur fürs Training, dass man da halt die Manageraufgabe abschließt und die restlichen spielen jetzt keine große Rolle. Den werde ich dann auf jeden Fall mal direkt ins Training mitnehmen und euch dann gleich mal zeigen, wie die erste Trainingseinheit so verlief. Wir sehen hier Lindström, 50er Rating ist ganz in Ordnung, also ist noch viel Potenzial nach oben, deshalb direkt doppelt besetzt in der Trainingseinheit, um mal so schnell wie möglich dann auch auf ein richtig gutes Rating zu kommen. Und bisher macht er eine C und eine D, naja, eine C und eine D Trainingseinheit geht so. Schauen wir auch mal direkt auf die Jobangebote. Wir sehen hier Auxerre, Lan, wir sehen FC Lorient, wir sehen Olympique Nîmes, Stade Brest und Stade Reims. Sind das die einzigen? Wir haben hier noch Ajaccio, wir haben Nancy, Valenciennes, das ist natürlich nicht alles richtig ausgesprochen, aber wir haben hier den FC Lorient, ein Team, was natürlich das Ziel hat, wieder direkt aufzusteigen, Ligameister zu werden, und das haben sie mit vielen anderen Teams. Ich schau mal, wer das meiste Budget hat, ob das wirklich dann auch so ist, dass der FC Lorient mit zu den Favoriten gehört. Ja, zusammen mit Stade Reims ist das tatsächlich so, und ehrlich gesagt, Leute, hätte ich da schon Bock drauf, deshalb schicke ich da jetzt einfach mal eine Bewerbung rüber, in der Hoffnung, dass die Franzosen uns annehmen und wir dann direkt ziemlich früh, nach bereits bei uns 12 gespielten Spieltagen, wechseln können. Und wir haben noch keine Rückmeldung, aber können doch mal ganz kurz überblicken, wie es ausschaut, Leute. Wir haben in der Tabelle nach 12 Spieltagen 25 Punkte, stehen auf Platz 1 aufgrund der besseren Tordifferenz wegen nur einem Treffer. Haben aber schon 4 Punkte Vorsprung auf Norrköping, die sind auf Platz 3. Anfangs ein bisschen ins Straucheln gekommen, aber mit nur einer Niederlage stehen wir da richtig gut da. Wir haben ein Pokalfinale direkt für uns entschieden. In der Vorbereitung waren wir auch im Halbfinale und deshalb sieht das Ganze ziemlich gut aus. Und jetzt hätte ich natürlich Lust, dann nach Frankreich zu wechseln, zum FC Lorient. Und die haben tatsächlich auch Lust, uns als Trainer unter Vertrag zu nehmen. Und jetzt findet ihr hier oben über das i eine Abstimmung, Leute. Fändet ihr die Entscheidung richtig? Ja oder nein? Oder fandet ihr die Entscheidung richtig? Weil ich werde hier definitiv dem Vertragsangebot nachkommen. Wir verdienen erstens mal ein bisschen besser, auch wenn das bei FIFA relativ egal ist. Und ja, somit FC Lorient beruft Couch Kappa als neuen Chef. Ja, Leute, ziemlich überraschend nach nicht vielen Spielen, aber wir haben direkt einen Titel geholt, habt ihr ja gerade gesehen. In der Liga Platz 1, mehr oder weniger gefestigt. Und mit dem FC Lorient will ich den Weg in die Ligue 1 natürlich schaffen und dann vielleicht Gegner wie Paris haben. Wobei dann nicht ausgeschlossen ist, dass wir da dann auch wieder den Verein wechseln. Wir sehen hier ganz kurz, 80er Manager Level ist etwas gesunken, ist immer so, wenn man den Verein verlässt. Wir haben hier 28 Punkte, noch ein Spiel weniger, wenn man das gewinnt. Und da gehen wir direkt nochmal rein in das erste Spiel. Wenn man nämlich das gewinnt, dann hat man hier direkt auch eine Chance, auf jeden Fall ganz gut abzuschneiden. Wobei, eigentlich will ich es jetzt hier belassen, Leute. Ja, wir werden jetzt hier auch speichern bei der Train to Glory. Ich will euch auch noch nichts vom Team zeigen. Das wird alles in der nächsten Folge dann passieren. Und deshalb würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen Kommentar und hinterlasst auch gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Checkt OneFootball ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein, ich wünsche euch was und ciao!